Ja, die kann gefährlich sein, wenn wir sie nicht frühzeitig erkennen können oder die Eltern zu spät zu uns kommen. Wenn ein Grad der Krümmung über 80, 90 Grad ist, dann führt es im Bereich der Lunge und des Herzens zu Einklemmungen und zu Beeinträchtigungen, sodass die Leistungen der Kinder beeinträchtigt sind. Deshalb empfehlen wir immer, schon bei kleinen Veränderungen an der Wirbelsäule diese Kinder uns vorzustellen, damit wir mit den Eltern eine Therapieplanung machen können. Die Behandlung haben wir in vier Stufen. Wenn die Kinder früh kommen, beobachten wir sie nur. Im Verlauf, wenn die Skoliose zunimmt, kommt zusätzlich zu der Beobachtung die Physiotherapie. Und sollte die auch nicht ausreichen und es schreitet voran, dann kommt die Korsetttherapie. Diese wird mit Röntgenuntersuchungen auch immer begleitet, sodass wir genau wissen, in welche Richtung sich das bewegt. Sollten diese Therapieoptionen nicht wirken, dann kommt als letzte Möglichkeit die Operation. Ja, leider. Wir sehen drei Peaks in der Behandlung von Skoliosepatienten. Der eine Peak ist halt in der Pubertät in der Regel. Der zweite ist mit 30 Jahren, wo die Weichen für das neue Leben gestellt werden und auch Familienwunsch besteht, kommen die Patienten zur Kontrolle zu uns. Und der dritte Peak ist dann ab 50 Jahren, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, aber die Schmerzen immer noch da sind und dementsprechend der OP-Wunsch besteht. Wir klären die Patienten sehr ausführlich auf, weil das Risiko natürlich im Alter steigt und auch die Operationszeit sich zwei- oder dreifach länger dauert als bei Jugendlichen. Deshalb wünschen wir uns als Therapeuten und als Behandler, dass sie in der frühen Phase der Skoliose zu uns kommen, damit wir sie dementsprechend auch konservativ gut begleiten dürfen.